Hallo und herzlich willkommen zu Bauchintensiv. Ich bin Rebecca und mit mir machen heute Fabian und Katja euer Bauchtraining für heute. Wir trainieren natürlich hauptsächlich den Bauch, aber die anderen Muskeln müssen auch ein bisschen mitschaffen, Fairness halber. Wie ihr mich kennt, machen wir natürlich erstmal eine Runde Aerobic zum Aufwärmen und dann braucht ihr einfach nur noch eine Matte heute und vielleicht ein Handtuch und das war's. So, lasst uns mal starten mit dem Warm-up. Eine Runde marschieren, ihr kennt's. So, aber keine Angst an alle, die nicht so die Aerobic-Fans sind. Es wird choreografisch sehr einfach. Also alles gut. So, streckt euch erstmal lang. Zwei mehr. Der letzte. So, einmal schwingen. Und die Schultern im Wechsel. Beide Schultern. So, dreht die Musik jetzt nochmal richtig auf. Schultern nach vorne. Vier, drei, zwei, schwingen. So, jetzt darf die Bewegung ein bisschen größer werden. Langsam werden wir warm. Die Beine mitbeugen. Der Bauchnabel zieht schon mal nach innen, da wo er hin soll, da bleibt er auch ganz entspannt. So, schließt zum Step-Touch. Vier, drei, zwei, wieder schwingen. Side to side. Sehr gut. Vier, drei, so, einmal marschieren. Knie hochziehen. Und einmal die Fersen zum Po im Wechsel. Dazu nehmen wir noch einen Schritt dazu. Achtung. Step, Curl, Step, Curl. Wir gehen tief, hoch, tief, hoch. Vier, drei, zwei, Tempo. So, und schwieriger wird es nicht, versprochen. Denkt an den Bauchnabel. Wieder nur die Ferse. Vier, drei, zwei, Step like Curl. Vier, drei, wir marschieren. Auf. Knie noch ein bisschen höher. Noch vier, drei, zwei. So, einmal die Knie im Wechsel nach vorne oben. Zug, lang, Zug, lang, Zug, lang. Und in dem Moment zieht der Bauchnabel leicht nach innen und ihr dürft ausatmen. Sehr gut. Step, Achtung, Step, hoch, Step, hoch. Tief, hoch, tief, hoch. Tief, hoch. Marschieren. Sehr gut. Mehr passiert nicht. Geh nochmal in den Step-Touch. Vier, drei, Step like Curl. Tief und hoch dazu. Gleich haben wir es. Jetzt das Knie nach vorne oben. Und hier denkt ihr wieder an den Bauch. Soll ja ein Bauchtraining werden. Aber der ganze Kreislauf darf schön mitmachen, wenn man so den ganzen Tag am Schreibtisch saß. Schadet es nichts. Step like Curl. Step Knee Lift. Step like Curl. Und Knee Lift. Sehr gut. Marschieren. Zieh die Knie noch ein bisschen höher und wer Lust hat, darf so ein ganz bisschen ins Federn kommen. Marschiert auf der Stelle am Boden. Vier, drei,
2, federn. Ganz weich, locker abrollen. So, wir tippen zur Seite. Langsam. Und schneller. Chop, chop. Die Arme machen schön mit. Bewegung darf intensiver werden. Schön groß. Wer Lust hat, darf jetzt ein bisschen mehr zu springen. Und wieder kleiner werden. Am Boden bleiben. 4, 3, marschieren. Vier, drei, step leg curl. 4, 3, 2, knee lift. 4, 3 und seitlich tippen wie eben. Hopp, hopp. Das machen wir gleich nochmal. 4, 3, marschiere, Knie hoch. 4, 3, step leg curl. 4, 3, step knee lift. 4, 3, seitlich tippen. Hopp. Sehr gut. 4, schaffen wir es noch einmal auf 4. 4, 3, 2, hopp. 4, 3, 2, hopp. 4, 3, 2, Achtung. 4, sehr gut. Und marschieren, das war's. So, ich glaube, wir sind warm. Atmen nochmal ein und aus. Ganz langsam, so wie es braucht. So, und einmal schütteln, wer einen Schluck braucht, darf sich einen nehmen. Als nächstes stellen wir uns an unser Mattenende. Sortiert nochmal alles. Und wir starten mit Squats. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, ganz entspannt. Wichtig jetzt, der Bauch muss mithelfen. Also lasst ihn leicht nach innen gezogen. Sehr gut. Achtung, wir nehmen was dazu. Tief, tief, wander vor, vor, kurz halten. Wander rück, rück, komm nach oben und die Arme lang dazu, okay? Nochmal von vorne. Tief, tief, wander vor, vor, wander rück, rück, Arme lang, komm hoch. Tief, tief, wander vor, wander rück. Machen noch ein paar in der Art. Tief. Sehr gut. Tief. Wander vor. Wander rück. Noch ein bisschen mehr Bauchspannung beim nächsten Mal. Wander rück. Bauch fest. Sehr gut. Tief. Wander vor. Wander rück. Letztes Mal tief. Bleib hier. Die Füße schulterbreit. Na, ihr wisst Bescheid. Hände schulterbreit. Bauch ist fest, der Körper ist eine starke Linie. Und wir schieben jetzt langsam zusammen den Po nach oben. Hoch, hoch und rück. Tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Sehr gut. Weiter so. Auch hier schafft der Bauch mit. Und hier kommt auch noch was dazu. Hoch. Tief. Halte hier. Knie. 4, 3, 2. Achtung. Hoch. Tief. Knie. 4, 3. Weiter so. Hoch. Tief, Knie, 4, 3, 2, wander, hoch, tief, 4, und dann dürft ihr euch einmal kurz auf die Knie setzen und die Handgelenke lockern, einmal aufwärmen, du
für die Bewegungen, die euch gut tun, die ihr kennt. Ihr wisst am besten selber, was ihr jetzt braucht. Wir machen noch ein bisschen Stützübungen. Wir schaffen es aber zusammen. Kommt mal auf die Seite. Unteres Bein nach hinten. Oberes Bein lang. Wir schieben die Hüfte zusammen. Hoch. Tief. Ohne abzusetzen. Hoch. Doppeltes Tempo. Sehr gut. Wenn es euch zu schwierig wird mit dem oberen Bein, könnt ihr das obere Bein noch dazu tief nehmen. Und wenn ihr es durchhaltet, ist es natürlich auch super. Nicht mehr lang, dann habt ihr es auch geschafft. Ein paar Sekunden noch. Drei, zwei, Seitenwechsel. Einmal flink auf die andere Seite. Unteres Bein anwinkeln, oberes lang. Und noch einmal eine halbe Minute ab jetzt. Sehr gut. Schiebt die Hüfte hoch. Und denkt wieder an eure Option mit dem oberen Bein. Gleich haben wir es. 10 Sekunden. Gut, dann kommen wir zurück in den Stütz, in die Mitte, komm nochmal hoch in den Hund, rück in den Stütz, Hund, Hund, Stütz. Und wenn du Lust hast, nimm jetzt eine Hand mit, diagonal zum Fuß. Und denk hier nochmal dran, den Bauch anzuspannen. Wenn wir das geschafft haben, haben wir die meisten Stützübungen geschafft für heute. Letzten 8. 7. Bauch ist fest. 6. Lächelt ihr noch? Letzten 4, komm. 3, 2, gleich habt ihr's. Letzte. Gut, dann dürft ihr euch auf die Matte legen. Und jetzt dürfen wir uns endlich auf den Rücken legen. Für die ersten Crunches. Ganz entspannt. Die Füße sind hüftbreit aufgestellt, die Fersen drücken in die Matte, die Arme sind an den Seiten, Handflächen schauen zum Himmel. Der Bauchnabel zieht leicht nach innen, kippt die Hüfte. Atme nochmal tief ein und aus. Halbes Tempo nach oben. Hoch, tief. Hoch, hoch, tief. Tief. Hoch, hoch, tief. Sehr schön. Achtet nochmal auf euren Tennisball, der klemmt zwischen dem Kinn und der Brust und der hat da gut Platz. Weiter lächeln, weiter atmen, Single Tempo. Hopp, hopp, tief. Ausatmen, einatmen. Auf, ein, auf und ein, aus. Wenn es jetzt zu schwierig wird mit den Armen an der Seite, dürft ihr die Arme auch gerne nach vorne nehmen. Handflächen schauen auch hier zum Himmel. So, jetzt wird der Bauch richtig schön warm. Wird aber auch Zeit. Drei, zwei. Ganz langsam. Ellbogen und Knie zusammen. Und auf. Wechsel. Zusammen. Auf. Wechsel. Zu, zu. Auf, auf. Den Ellbogen zum Knie hoch. Atmen nicht vergessen, lächeln nicht vergessen. Dann tut es gleich weniger weh. Single Tempos wird Zeit. Auf geht's. Hopp. Zu. Auf. Zu. Auf.
sehr schön. Wir gehen in die normalen Crunches, Single-Tempo. Hoch, schief, hoch. Denkt ans Atmen, dreht die Musik noch ein bisschen höher, wenn es sein muss. Durchhalten ist angesagt, auf geht's. Der Bauch darf jetzt brennen. Und wenn das noch nicht tut, dann zieht euch noch ein bisschen höher. Zieht die Schulterblätter weg von der Matte. Schön, gell? Ich weiß. Wir gehen die Diagonale im Single-Tempo. Zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Sehr schön. Weiter so. Achtung, eine Änderung. Zu, lange Arme, langes Bein. Zu, gleiche Seite. Dann wechsel. Zu und lang. Zu, klein, zu und lang, zu, Seite und Wechsel, zu und lang, zu. Machen wir nochmal. Sehr schön. Weiter so. Crunches, easy. Hoch und tief, hoch und tief. So, jetzt nicht aufgeben. Wenn wir schwitzen, dann solltet ihr auch schwitzen. Zieht euch noch ein bisschen höher auf, geht. Denkt an eure Option mit den Armen, wir haben es gleich geschafft. Drei, zwei, eins. Und einmal kurz Pause. Macht euch lang. Atmet einmal in den Bauch rein. Der darf jetzt gleich nochmal weiter schaffen. In diesem Fall fangen wir für die unteren Bauchmuskeln mit angewinkelten Beinen nach oben an einem rechten Winkel. Rechter Winkel sowohl hier als auch hier. Wir tippen langsam ein. Ab und wieder hoch. Ab. Ab. Und jetzt achtet drauf, dass die Hüfte abgekippt bleibt und der Bauch schön eingezogen bleibt. Wir erhöhen etwas das Tempo. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief, hoch. Sehr gut. Weiter so. Tief. Tief. So, ich glaube, wir können noch ein kleines bisschen schneller werden, oder? Zack. 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 Sehr gut. Genießt es, dass der Kopf sich mal kurz entspannen kann und nur der untere Bauch arbeitet. So, jetzt wird es da auch schön warm. Bleib dabei. So, beide Füße aufstellen, Schultern hochziehen, Handflächen schauen zum Himmel und wir berühren im Wechsel die Ferse. Ran, rück, ran, rück. Rechts, Mitte, links, Mitte. Rechts, Mitte, links. Sehr gut. Rechts, Mitte. Und ich glaube, auch hier können wir das Tempo noch etwas erhöhen, oder? Rechts, links. Wir lassen die Mitte aus. So, jetzt vergesst mal nicht weiter zu atmen. Vor lauter Konzentration. Drei, zwei. Zieht euch hoch an einem Bein ins Sitzen. Macht den Rücken schön gerade, lehnt euch leicht nach hinten, die Hände zusammen vor dem Bauchnabel. Wir drehen uns nach vorne, zur Mitte, nach hinten, zur Mitte, etwas schneller. Vorne, Mitte, hinten, Mitte, vorne, Mitte, hinten, Mitte, vorne, hinten. Lehnt euch noch ein bisschen mehr nach hinten, wenn ihr ein bisschen noch könnt. Tempo, hopp. Hopp, lächeln und atmen, durchziehen, hopp, 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 gut. Vier, drei, wir legen uns ab, Füße im rechten Winkel, von vorne, tippen, hoch, tippen, hoch. So, das Ganze machen wir jetzt noch einmal. Und weil wir es nur noch einmal machen, würde ich sagen, wir machen nochmal Tempo hier. Hopp, hopp.
Und je länger eure Beine jetzt werden, desto anstrengender wird. Ihr könnt selber für euch entscheiden, wie viel Bauchmuskelkater ihr morgen haben wollt. Wenn ihr könnt, lasst die Beine noch ein bisschen länger werden. Komm. Sehr, sehr gut. Gleich geschafft. 4, 3, Füße aufstellen, Schulterblätter hoch. Rechts und links. Rechts und links. Können wir noch ein bisschen schneller? Wenn ihr wollt, spielt gerne mit. Noch eine Runde, komm. 4, 3, zieht euch am Knie nach oben, macht euch bereit für die letzte Runde Russian Twist. Schulterblätter nach hinten, Hände vor dem Bauchnabel, wir gehen gleich ins schnelle Tempo. Sehr gut. Denkt dran, Brust raus, seid so stolz wie ihr könnt. Sehr gut. Bleibt dabei. Und einmal ablegen. Macht euch kurz lang, atmet in den Bauch. Einmal tief durchschnaufen, bevor wir gleich uns einmal umdrehen. Und in den Vierfüßlerstand gehen. Sodele. Die Hände sind unter den Schultern, die Knie sind unter der Hüfte. Der Bauchnabel spannt wieder mit an. Wir sollen mitschaffen. Linke Arm, rechtes Bein werden lang. Kommt zusammen. Zu und auf. Achtet darauf, dass eure Hüfte jetzt wieder schön parallel zur Matte bleibt, sodass mein Kaffeetablett da ganz gemütlich draufstehen kann. Oder mein Plätzchentablett. Wäre schade, wenn eins von Mamas Plätzchen runterfällt. Also strengt euch an. Bauchnabel einziehen. Schön lang machen. Daumen zeigt nach oben. Noch. 7, 6. Lasst nicht nach mit der Spannung, vergesst aber auch nicht zu atmen. 3 noch. 2. Der letzte. Seitenwechsel. Auf. Und auch hier, denkt ans Plätzchentablett. Weiter atmen. Noch ein bisschen mehr anspannen. Ein paar wenige haben wir noch. Und einmal auflösen. So, zurück im Vierfüßlerstand. Stellen wir die Fußspitzen auf. Und für eine halbe Minute ab jetzt gehen die Knie 1 Zentimeter weit weg von der Matte. Zeit läuft. Kleiner Tipp, je weiter eure Füße jetzt nach hinten wandern, desto schwieriger wird. Je weiter sie vorne sind, desto leichter. Drei, zwei, eins. Kurze Pause, einmal kurz ausruhen. Wir machen es gleich noch einmal. So, bereit für die nächste Runde? Zeit läuft ab jetzt. Und was sonst zu langweilig ist, marschieren wir ein bisschen. Wir wandern einmal nach hinten, nach vorne. Hinten. Der Rücken bleibt schön gerade. Body non-stop.
Einmal kurz auf die Uhr schauen, ihr macht weiter, ihr habt gleich geschafft. 3, 2, 1, kurze Pause. So, eine Übung kommt noch und dann habt ihr es geschafft für heute. Und wer mich kennt, weiß, was es ist. Wir machen die Abschlussplank. 2 Minuten Plank, diesmal aber in der Mitte mit der Russian Twist Bewegung bzw. Rainbow Bewegung, das heißt so eine Rotation. Dann eine halbe Minute auf der Seite, unteres Bein angewinkelt, oben zusammenziehen. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Und die letzte halbe Minute dürft ihr euch was aussuchen. Entweder marschieren oder die Knie. Euch fällt schon was ein, okay? So, die letzten 2 Minuten laufen. Wir starten in 3, 2, in der Mitte. Los geht's. So, Hüftbewegung kommt dazu. Jetzt darf der Bauch nochmal schaffen. Eure Option ist jederzeit, das kennt ihr, die Knie auch hier runterzunehmen. So, Seite um, erste halbe Minute auf der Seite. Ziehen. Ziehen. Sehr gut, weiter atmen, weiter lächeln. Ziehen. Ziehen, Ellbogen, Knie kommt zusammen. Jawohl. Ich hoffe, die Musik ist aufgedreht. Seitenwechsel. Ziehen. Ziehen. Ziehen und lösen. Lass die Hüfte oben. Läuft. Entscheidet, was ihr machen wollt, ob ihr nichts machen wollt. Ihr dürft natürlich die Knie runternehmen oder nochmal Gas geben. Und dann dürft ihr euch hinlegen. Wir dehnen uns noch kurz ein bisschen zusammen. Und dann habt ihr es geschafft. Ich hoffe, ihr spürt euren Bauch und den restlichen Körper auch. Ich bin mir sicher, ihr werdet morgen beim Lachen an mich denken und das ist schön. Wir dehnen uns einmal auf, ihr kennt es. Schiebt euch nach oben. Atmet tief ein und aus. Schiebt euch nach hinten in den Fersensitz. Rechtes Bein nach vorne. Tiefer Ausfallschritt. So dass ihr den Hüftbeuger spürt. Arme lang nach oben und leicht hinten. Wieder nach oben und dann zur Seite zum Bein hin. Seitneige. Auflösen, Seitenwechsel. Ganz tief. Arme lang nach oben, leicht nach hinten, weiter atmen. Wieder nach oben und in die Seitenneige, Richtung vorderes Bein. Löst auf, drückt euch an dem Bein nach oben. Ganz kurzes Stretching zum Schluss. Ich hoffe, ihr könnt noch stehen. Schnappt euch ein Bein. Seitenwechsel.
atme doch mal ein. Und locker aus. Dann einmal die Arme locker lassen. Seitenwechsel. Und nochmal ein- und ausatmen. Ihr habt es geschafft. Letztes Mal. Formt mit den Händen ein Herz. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Muskelkater. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, gleich zu Latin Dance mit Conny. Ansonsten bis nächste Woche. Macht's gut. Thank you.